Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Lesemonat, und zwar den Lesemonat November. Im November habe ich 6 Bücher gelesen und davon 5 physikalische Bücher und ein Hörbuch. Das war tatsächlich der bislang schlechteste Monat. Aber ich habe auch relativ dicke Bücher gelesen, und zwar habe ich insgesamt 2594 Seiten gelesen. Das entspricht 86 Seiten pro Tag. Ein bisschen geschuldet ist das Ganze dem, dass ich 2 sehr lange Hörbücher gehört habe. Den zweiten bin ich halt noch nicht durch, deswegen habe ich nur 1 für diesen Monat. Aber da ist auf jeden Fall sehr viel Zeit drauf gegangen. Und ich sag mal, ich fange einfach mal auch an mit dem Hörbuch, was ich gehört habe. Und zwar habe ich The Red Rising, den zweiten Band, gehört. Das ist ja von Pierce Brown. Der zweite Band heißt Im Haus der Feinde. Das ist eine Sci-Fi-Geschichte. Also ein bisschen dystopisch angehaucht, finde ich. Also es könnte auch so eine Zukunft spielen. In dieser Welt gibt es verschiedene Klassen an Menschen. Es gibt diese nach Farben sortiert sind, goldene, silberne, rote, weiße etc. Die goldenen sind quasi die oberste Klasse, und die roten gehören eigentlich zu der niedrigsten Klasse. Und unsere Hauptperson, Darrow, ist ein Roter. Und die goldenen tyrannisieren die roten und halten sie wie Sklaven in den Minen, und die müssen für sie Helium-3 abbauen. Und seine Frau wird erhängt, und er startet in einen Rachefeldzug. Das ist natürlich nicht alles. Es kommen noch 1000 andere Charaktere vor, etc. Aber im Prinzip ist tatsächlich halt dieser Kampf oder diese Revolution, die dann gestartet wird, die sich halt über alle 3 Bände hinwegzieht. Die Bücher sind vielleicht nicht für jeden was. Also sie sind sehr politisch, aber auch sehr actionreich und sehr kampflastig und auch sehr blutig. Also es gibt auch einige Tote, also so ähnlich wie bei George R. R. Martin. Genau, und da habe ich halt den zweiten Band tatsächlich zu Ende gelesen. Mir gefiel der sehr gut. Das war eine gelungene Fortsetzung, wie ich fand. Das ganze Universum wird auch ein bisschen erweitert. Also man erfuhr auch mehr von allen anderen Planeten und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Es gibt so ein paar Plot-Twists, die ich finde ein bisschen häufig vorkommen und wo man das Gefühl hat, das wiederholt sich jetzt irgendwie. Aber auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch natürlich den dritten Band gestartet, und deswegen kann ich schon sagen, also es hat von mir auch 4 Sterne gekriegt. Ich fand es trotzdem sehr gut. Dann habe ich dieses schöne Buch hier gelesen, Finstermoos am schmalen Grat. Das ist der zweite Band der Reihe. Die Bücher sind nicht besonders dick. Das hat auch knapp 200 Seiten gehabt. Ich finde es tatsächlich ein bisschen besser als den ersten Band. Es war ein bisschen actionreicher, es war noch ein bisschen spannender, einfach weil halt diese ganze Einführung halt nicht da war, aber wir kannten die Charaktere alle schon. Was ich auch gut fand, es wurden ein paar Fragen geklärt, das fand ich nicht schlecht. Es endet natürlich wieder mit einem Cliffhanger, ist ja klar, aber nicht so ein Mega-Cliffhanger wie im ersten Band. Ich hätte es wahrscheinlich gut gefunden, wenn das quasi der erste und der zweite Band ein Band gewesen wären. Hätte mir völlig gereicht. Nichtsdestotrotz hat tatsächlich das hier 4 Sterne von mir bekommen. Also es war auf jeden Fall besser als der erste Band. Und ich werde wahrscheinlich die Reihe tatsächlich zu Ende lesen. Ja. Braucht sie nur wann, ne? Achso, das ist der zweite Band, ist wohl jetzt nicht so viel über den Inhalt sagen. Aber tatsächlich ist das halt so ein Jugend-Thriller. Geschichte, weil Jugendliche in Finstermoos sozusagen versuchen, einen Mord und irgendwelche Geheimnisse aufzuklären, die halt da vor 20 Jahren größtenteils ihre Eltern betreffend halt aufgekommen sind, und darum geht's. Und dem Band sind sie halt sehr viel draußen auf den Bergen, im Wald unterwegs und werden da halt verfolgt und so, und das war sehr sehr spannend. Dann habe ich ein Buch beendet, und zwar The Perfectionist, Gutes Mädchen, Böses Mädchen, beziehungsweise ich habe eine Reihe beendet, ich das Buch beendet und die Reihe von Sarah Shepard. Die Reihe besteht tatsächlich nur aus 2 Bänden, das ist eine Dilogie, also die, glaube ich, die kürzeste Reihe von ihr überhaupt. Das war die erste Reihe von ihr, die ich gelesen habe.
Deswegen fand ich es auch gar nicht schlecht. Also ich, nach dem ersten Band wollte ich halt gerne wissen, wie es ausgeht. Das habe ich dann hier auch erfahren. So ab der Hälfte des Buches ungefähr konnte ich mir das Ende schon denken, ehrlich gesagt. Also da gibt es ja schon Hinweise. Ja, also aber sie gibt sich ja auch sehr viel Mühe mit den Charakteren. Das fand ich auch sehr gut. Weil hier begleiten wir quasi eine Gruppe von Mädchen. Ja, die sich halt eines Tages im Filmunterricht, keine Ahnung, bei einer Gruppenarbeit, sich darüber auslassen, wie sie am liebsten einen fiesen Mitschüler umbringen wollen würden, wenn sie es denn täten. Ja, und auf einer Party, ja, auf der sie ihm quasi einen Streich spielen, stirbt dieser Mitschüler tatsächlich. Und dann sind natürlich sie im Verdacht und sie verdächtigen sich gegenseitig und auch noch auf was andere Verdächtige. Und man lernt halt so die Geschichten der Mädchen kennen. Also die haben alle so ja, einiges durchgemacht. Aber auch quasi die Entwicklung über die beiden Bücher hinweg. Und das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich fand die Reihe echt nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt 11 Bände in den Stil lesen müsste, wie jetzt bei Pretty Little Liars oder so. Wäre mir wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber hier diese Dilogie, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Hat auch 4 Sterne gekriegt. Also vorweg, irgendwie hat jedes Buch diesen Monat 4 Sterne von mir gekriegt. Eine weitere Reihe habe ich beendet und zwar Always and Forever von Lara Jean von Always and Forever Lara Jean von Jenny Hahn. Ja, das ist das Ende dieser Trilogie. Ja, im ersten Band To All the Boys Love Before ging es halt um Lara Jean und ihre Liebesbriefe, die aus Versehen an ihre ja, verflossenen Schwarms sozusagen verschickt werden und ja, das ist quasi der dritte Band und der Abschluss der Reihe. Man kann die Reihe sozusagen auch hinter den zweiten Band beenden, also es ist relativ abgeschlossen. Das ist quasi so eine Art Fan-dritter Band, finde ich. Also das gibt zwar, die Geschichte geht hier zwar schon weiter, also es wird ein bisschen erzählt in der Zukunft, aber ehrlich gesagt hatte ich es mir so angefühlt wie ein ewig langer Epilog, wo halt alle Charaktere halt nochmal irgendwie zu Wort kommen und so und die Zukunft und keine Ahnung was. Aber ich fand es halt auch wieder super knuffig geschrieben und auch ist einfach so Wohlfühlbücher, sage ich jetzt mal. Ja, ich mag sie einfach für das, was sie halt sind und deswegen mochte ich auch den vierten Band. Er hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Auf jeden Fall eine gelungene Trilogie. Da gibt es auch eine Reihenvorstellung von mir. Ich weiß nicht, ob die schon online ist. Aber die wird es auf jeden Fall geben, wer da halt noch mehr erfahren möchte. Dann habe ich dieses Buch hier gelesen, Songs of Revolution von Emma Trevain. Ja, das ist eine Dystopie. Und die auch schon ein bisschen länger auf meinem Sub lag. Deswegen war die auch Bestandteil meiner 18 für 2018 Challenge. Genau, und ich habe es gelesen und ich muss sagen, ich war tatsächlich positiv überrascht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das jetzt so ewig aufgeschoben habe. Weil tatsächlich geht es hier auch ja, in einer Dystopie, wo die Musik zum einen verboten ist, also die Musik selber zu machen, und zum anderen dafür genutzt wird, die Bevölkerung unter Drogen zu setzen und sie damit zu kontrollieren. Es ist sehr Sci-Fi-mäßig angehaucht. Also die werden sehr viel mit Technik ja, geknechtet sozusagen und die herrschende Regierung ist eigentlich auch, besteht zwar aus Menschen, aber die sind quasi mit einem Supercomputer verbunden, der diese ganze Welt, also diese Stadt, also viel mehr von der Welt sieht man auch nicht, außer diese Stadt, quasi kontrolliert und alles ist halt damit verknüpft, sozusagen. Was mir sehr gut gefallen hat hier dran, war halt einmal ein bisschen neue Idee, also das habe ich so noch nicht gelesen, das fand ich immer sehr gut. Ist relativ abgeschlossen und also man kann den ersten Band tatsächlich auch lesen und hat eine abgeschlossene Geschichte. Vielleicht war das früher mal so geplant gewesen, dass es nur ein Band werden sollte und dann kam der zweite Band irgendwie dazu, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das ein sehr gutes Ende und man kann das gut als einen Band lesen. Ja, also ich fand die Idee gut. Das Worldbuilding, soweit es halt da war, fand ich auch schön, also gut durchdacht. Fand ich auch, hat auch einige Details, die halt ganz knuffig sind. Ja, der Plot, den fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Es geht zwar halt wieder um irgendwie eine Revolution, die halt angezettelt wird. Wie halt meistens. Und ja, was ich auch sehr gut fand, waren diese Beschreibungen von dieser Musik. Und das fand ich sehr gut. Was ein bisschen genervt hat, waren teilweise die Übergänge zwischen den Szenen.
Also da hat man sich nicht immer sofort zurechtgefunden, wusste nicht genau, wo man jetzt gerade ist. Das war echt schwierig. Am Anfang habe ich auch gedacht, das wäre die Hauptperson, wäre eine Frau. Das ist aber ein Mann. Was von Cover her auch passt. Naja. Auf jeden Fall. Fand ich das auf jeden Fall mal wieder eine interessante Dystopie. Auch 4 Sterne. Und dann habe ich diesen fetten Klopper gelesen. Gleich am Anfang des Monats, und zwar Lord of Shadows, The Dark Artificial Band 2. Das habe ich ja schon angekündigt, dass ich den unbedingt lesen möchte, weil diesen Monat ja also der 3. Band erscheint und den möchte ich diesen Monat lesen. Ja, der hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Also ich fand ihn jetzt nicht so großartig, dass er jetzt irgendwie im Dreieck gesprungen wäre oder sowas. Er war sehr gut, er war eigentlich auch genauso gut wie der 1. Band der Reihe. Ich liebe ja die Charaktere sowieso und die Story, ja, was hier halt immer ein bisschen Cassandra erklärt, halt immer ein bisschen arg ausschweifend. Deswegen sind die Bücher auch so fett. Da kann sie dann ab und zu ein bisschen ziehen, finde ich. Ja, also ich traue mich jetzt gar nicht irgendwas zum Story zu sagen, weil... Ja, was soll ich sagen? Also es hat ein bisschen fieses Ende, aber das wusste ich schon. Also ich wurde halt schon auch gespoilt, dass halt irgendwas Fieses passieren wird. Da habe ich den ganzen Mal drauf gewartet, das passiert auf den letzten 5 Seiten. Also, also dafür, dass das so, dass das so angepriesen wurde, fand ich dann jetzt doch irgendwie ein bisschen öde. Naja, nicht ganz, aber ich fand es halt nicht so furchtbar. Also ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen oder irgendwas. Ja, also es war halt ein guter Band. Was gut war, das Kid kam hier mehr vor. Das fand ich sehr gut. Ja. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf den 3. Band und ja, achso, ich habe auch eine Reihenvorstellung für die ganze Schattenjäger-Universum sozusagen von Cassandra Clare gedreht. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, welches Buch ihr wie, wann, in welcher Reihenfolge lesen solltet. Dann seid ihr da richtig. Das war's von mir in diesem Video und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.